Die Leitplanke vom Fleckenstein hier ziemlich hoch. Und vielleicht hier noch der Volvo von Pavel. Da hier, das ist eine Arbeit von Barbara Hindal. Ich habe es jetzt noch ohne Ton. Das ist eine uralte, das ist ein Video von ihr, irgendwie 10-jährig. Und es ist eigentlich die Musik von all diesen alten, sie sagt Nadeldrucker, die man früher hatte. Und es gibt dann so wie einen kleinen, sehr minimalen Soundteppich über diesen Teil der Ausstellung. Also nicht Lutz, aber einfach so, dass wir so über das Ohr die Ausstellung eigentlich über den Raum rausziehen können. Es wird auch von diesen Einstiegshilfen haben, von Philipp Morlock. Der Morlock hat die gemacht, kann man überall herstellen. Also, und man soll überall darauf aufsteigen. Und das gibt dann wie neue Einblicke in die ganzen Ausstellungen. Wir wissen noch nicht, ob wir alle drinnen haben oder vielleicht die eine oder andere sogar für aussen. Und eben überall an der Wand kleinere Arbeiten, wo dann quasi eben die Zeichnung und die Malerei, die kleineren Formate, auf dem Rückweg alle erfahren können und alles, was gross ist, gleich mal ausblenden. Das ist auch Franzi Neuhaus, die ihr hier seht an der Wand. Das sind ihre Kabelbinderarbeit, die sie auf eine ganz andere Art umgesetzt hat. Und das ist eben jetzt so ein bisschen Phänomen Franzi. Also, bei ihr im Lager, ich weiß gar nicht, ob das schon mal der Erste war, findet ihr, die Arbeiten sind so wahnsinnig extrem gross. Und plötzlich, so im musealen Kontext, haben sie gerade so eine angenehme Grösse. Und das Franzi hat mir gedacht, ist fast wie selber erklüpft, dass ihre eigentlich riesigen Arbeiten plötzlich in einem Museum eine angenehme Grösse hat. Darum wünsche ich mir eben so sehr, dass sie noch viel mehr eben riesig arbeiten kann in Zukunft. Hier würde ihr jetzt wieder ein Täfeli nehmen. Und jetzt kommen wir hier rechts an die Wand. Das sind Arbeiten von Barbara Hindal und sie tut eigentlich Dreck, was sie sieht an der Wand, tut sie kopieren. Und wenn sie jetzt diese solchen Sachen hier in der Wand hat, tut sie die auch kopieren. Und zwar genau 1:1. Einfach 10 cm nebendran. Und ihr habt euch vielleicht geachtet, hier auf der Rückseite, also im hintersten Saal auf dieser Wand, hat es noch so einfach leicht übermalt oder darüber grundiert noch eine Arbeit für vordere Ausstellung. Es ist gut möglich, dass die Arbeiten die auf der Wand wie noch einmal als Kopie auftauchen. Aber weil es ein bisschen viel zu tun gibt, will sie zuerst noch einmal richtig drüber schlafen. Und Barbara wird dann am Schluss, wenn alles zusammensteht, noch einmal durch die Ausstellung gehen und eben Fleckchen und so solche Sachen kopieren. Und es hat schon zu Mannheim funktioniert und tiptop funktioniert. Die Leute sind nachher am Schluss eben noch einmal auf dem Rückweg den Wang nachgegangen, gehen suchen, wo die Dreckchen sind, die Federchen, und haben die nachher alle zusammen gesucht. Das war so wie ein, wie sagt man, ein Detektiv- und Gendarmspiel. Und es gibt auch eine andere Arbeit von Pavel Schmidt, die sich so sehr auf die Wand bezieht. Die heisst nachher Titel ohne Arbeiten. Wo ich Pavel gefragt habe, ob man dann nicht statt eben seine üppigen Arbeiten, die immer so ein Messingschild hat, ob er nicht mal eine Installation machen will. Nur mit diesen Schildchen, ohne alle Arbeiten. Und das ist so wie ein literarisches Werk, das ihr dann werden sehen. Es zeigt erst das zweite Mal. Und ich musste ein bisschen überreden, dass er das überhaupt hat zugelassen. Hier, hier am Tisch oder auf dem Tisch hat es normal Arbeiten von Barbara Hindal. Die waren genau in dieser Kartonschachtel, die ihr hier oben drauf seht. Ich war nämlich bei Barbara im Atelier und habe gefragt, hast du nicht irgendwie noch etwas, das du einfach einmal gezeigt hast oder noch nie gezeigt hast? Hat sie gesagt, ist sie mit dieser Kiste vorgekommen und gesagt, ja, mal, sie hat da noch so Scherischnitte und die hat sie schon mal gezeigt. Und zwar hat sie da so Winkel an die Wand gemacht und dann sind die einfach so drüber abgehangen. Dann habe ich gesagt, das ist ja gut zu Recht, aber das kannst du jetzt einfach nicht machen. Und der sieht jetzt quasi die alte Arbeit, ich weiß gar nicht mehr, wie alt es ist, vielleicht 15-jährig, umgesetzt auf die heutige Zeit. Also einfach so ein solches Objekt.
sind dann daraus entstanden. Und durch das ist es mir wie gelungen, von allen zusammen Aspekte reinzuholen, wo man wahrscheinlich von diesen Leuten gar nicht kennt und auch Leute miteinander zu kombinieren, wo es wie gar nicht geht, weil 10 Leute zusammen auszustellen, dass es nicht aussieht wie eine Weihnachtsausstellung, wo alle zusammen ihre 2 Quadratmeter haben und alles hat nicht miteinander zu tun. Das wollte ich durchbrechen und ich hoffe, das Mannheim ist gelungen und ich hoffe, es gelinge dann auch hier, dass das daherkommt, eigentlich wie eine riesige Installation, wo man durchgeht und nachher die Leute für sich selber entdeckt. Und es spielt auch keine Rolle, wer von Mannheim ist und wer von Solothurn, ob jetzt jemand 72 ist oder 36, das spielt überhaupt keine Rolle. So soll die Ausstellung funktionieren und ich hoffe, am 31. seid ihr so. Das ist übrigens auch noch ein Bild von Elisabeth, wo mir wahnsinnig Kopfzerbrechen bereitet, weil sie so extrem viel Farbe getroffen hat. Ihr werdet es ja schon sehen in der Ausstellung, aber ich weiss mit dem besten Willen noch nicht, wie das jetzt das soll lösen soll, dass es nicht die ganze Ausstellung erschlägt. Gell, das habe ich schon dürfen sagen, Elisabeth. Mir ist eben jetzt noch einmal wegen dem Durchblick, wenn ihr jetzt hier durchschaut, eben, auf das gelbe Ding von Franzi. Und wahrscheinlich kommt das gelbe Ding auch wieder dorthin, einfach, dass das durch die Räume durch so miteinander spielen kann. Und jetzt ist es noch nicht fertig, aber auch das wird fertig. Das übrigens steht noch etwas. Habt ihr vielleicht auch gesehen, schon im Wieseli aussen, das 4x4-Ding, das ist das Einraumhaus. Das ist eine Arbeit von Philipp Morlock, der mit den Wängen und der Barber und der Miriam Holme mit den Tafeln und dort mit der Bodenarbeit. Das ist wie ein Kunstraum. In Mannheim ist der fix und das ist das Ohrmodell, das auf Reisen geht. Und in diesem Ohrmodell, also wenn ihr Sammlerinnen und Sammler kennt oder selber seid, wo gerne mal dort an einem Abend Leute einladen und eine Arbeit zeigen aus der eigenen Sammlung, könnt ihr einfach zu mir kommen oder zu Arjuna gehen und nachher dürft ihr das einfach machen. Wir erlauben uns einfach das Ganze hier so zu dokumentieren. Und wenn alles zusammen klappt, werdet ihr am Eröffnung am 31. draussen eine Arbeit gesehen von Martin Diesler, die ihr noch nie gesehen habt. Und das Ziel ist selbstverständlich, dass draussen entweder Arbeiten gezeigt werden von Solothurnerinnen und Solothurner oder Arbeiten gezeigt werden von Sammlern, die hier in Solothurn wohnen. Also es ist schon zustande gekommen, weil das ist das, was mich eigentlich auch selber immer am meisten hat interessiert bei Ausstellungen. Wie sieht es eigentlich aus während dem Aufbau, irgendeinem Tag? Und darum habe ich dann eben vorgeschlagen, wir könnten es hier mal ausprobieren, ob überhaupt jemand kommt. Es sind viel mehr gekommen, als ich gedacht habe. Ich habe noch gespottet und gesagt, dass wir sollen da etwa zu dritten und dann machen wir dort Privatführung. Aber es ist ja gleich und ich bin froh, dass so viele Leute kamen. Merci vielmals, dass ihr alle in das Bachhofen-Museum gekommen.